Ja, theoretisch könnten wir den wahrscheinlich verkaufen. Wir haben hier überall die Bilder. Gut, die können wir eigentlich hier hinhängen, oder? Die ganzen Bilder. Zack. Okay. Und das Bild doch nach hier, oder? Dazwischen? Nee, okay, passt das nicht. Nehmen wir das noch nach hier. Und das nach hier. Und das eine Hasen mit nur nach hier, das andere können wir verkaufen. Kommt vielleicht ein bisschen Geld bei raus. Okay, da das Bad ist, dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein Schlafzimmer. So. Hier kommt das Elternschlafzimmer rein. Ihr hört schon auf, die Wohnung ist zu klein. So. Kommt nach hier das Bad, Dusche, Toilette, Waschbecken, Spiegel, Handtuchhalter, oder war das so? Handtuchhalter, einfach nur aus Deko-Zwecken, hat nur das, glaube ich, so hingehangen. So, und dann haben wir hier natürlich noch gefühlt jedes Zimmer so eine Lampe. Sehr schön. Und hier oben natürlich noch für das Zimmer reicht eine Ecklampe. Ah, das Malerding hier. So. Und tun wir das noch nach hier. Und Nachttisch 1 und Nachttisch 2. So, das hier kommt auf jeden Fall noch nach hier irgendwo, nach da vielleicht. Ja, fühlt sich doch schon ganz gut, unsere neue Wohnung. So, tun wir das mal nach da, das mal nach hier. Was ist das? Das hier war eine Grafikkarte. Wahrscheinlich irgendein Elektroschrott. Na gut, tun wir mal zum Vater auf dem Arbeitstisch. So. Jetzt ist die Frage, sollen die Kinder einen Kellerplatz bekommen? Erstmal Fenster, welche nehmen wir? Die nicht. Die auch nicht. Die hier? Ne, die sind zu klein. Und zu groß. Ah. Alles irgendwie nicht das, was ich will. Ah, das ist zu monströs. Fällt mir einfach nicht. Ah, nee. Fühlt man sich doch so beobachtet mit solchen Fenstern. So, nehmen wir das. Also in dem Zimmer hier geht jetzt gar nicht, ja. So. Warte, oben bekommt nichts. Zack.
Hier müssen wir noch gucken. In den Bildern. Gut, ich denke mal, auf das eine oder andere Bild können wir verzichten. Oder können wir tatsächlich... Hallo? So. Jetzt können wir sogar noch nach hier hängen. Kommt nach hier das eine Kind, nach hier das andere. Kommt es nach hier. Kaninchen, weil ich sowieso hässlich finde. Kommt denn ins Inventar erstmal. Und was sind das hier für Fenster jetzt? Die, okay. Okay. Muss das wohl nach hier? Schön, dass der Kühlschrank hier davor steht. Wir machen das jetzt am höchsten. Hier können wir noch eins nach außen gehen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall müssen wir hier die ganzen Fenster nach oben verschieben. Dann geht das nicht, sonst sieht das kacke aus. Weil sonst unten immer Gegenstände durchschimmern. So, jetzt müssen wir das Haus natürlich noch von außen kleistern. Was nehmen wir da? Ihr würdet das ja wirklich so zu Stein tendieren oder eben zu Holzwänden wieder. So. Eigentlich gefällt mir das ganz gut. Das ist einfach eine andere Belichtung. Hoffe ich. Ja. So, was machen wir hier? Erstmal eine Lampe. Ein Möbulat. So. Nee, falsch. Ja. Das hier hatte ich, glaube ich, im Bad. Und den Boden, welchen hatten wir da? Ich tendiere ja zu einem, der so ähnlich aussieht. Vielleicht. Geht der? Nee, er sieht kacke aus. So steiniges? Ah. Ein Kontrast da, ich weiß nicht, ob man das macht. Ich bin kein Einrichtungsexperte. Teppich natürlich. Teppich. Draußen hier kommt steinter Boden. Wenn es den Begriff gibt. Wenn nicht, bin ich dabei, ihn einzuführen. Sehr schön. Was haben wir hier? Noch nichts. Ich würde hier gerne wieder so ein Holz reinmachen, wie wir in einer alten Wohnung hatten. Im Eingangsbereich. Auch. Wäre schon so blöd wegen dem Durchgang hier. Achso, Wände. Ich hatte nur immer Tapete, ja. Wollen wir die nehmen? Nee. Ach los. Eingangsbereich auch. So. Kann man nach oben gucken? Hat muss auch ein Fenster rein. Aber eben nicht das gleiche. Also eben nicht, egal. So. Ich ziehe mal ein Dach übers Haus. Welches nehmen wir? Nehmen wir das hier. Und, Ines Rundlicht drüber. Und jetzt nehmen wir das gleiche nochmal. Sieht dann kacke aus. Müssen wir das hier nehmen? Burnen. Zack. Und hier ein ganzes Stück rüberziehen. Abflachen. Und jetzt brauchen wir noch Ränder fürs Dach. Zack. Sieht das Haus aus? Denke ich in Ordnung aus. Und noch eins zurück. Geht ein Stück, so. Ich denke ein Zwischending.
So. Ah, muss ja anscheinend so, oder? Aber wird ja nichts bringen, wenn ich das jetzt auch kleiner mache. Ja. Genau, da habe ich mir das erdacht. So, okay, dann lassen wir es so. Und machen noch ein Kellerzimmer. Okay. Scheiße, was hab ich denn jetzt gemacht? Eine Wand im Keller gebaut. Kann ich überschieben? So. Frage ist jetzt, wer möchte gern im Keller wohnen? Nein, ich habe nicht mehr genug Geld. Anscheinend erstmal keiner. Ein Kind soll schon nach. Warte, ich muss erstmal das Kellerding hier wieder rausnehmen. Weil ich brauche ja noch Türen. Was wird das mit den Reinkommen schlecht? Okay, hier. Nee, nach hier. Soll ich das jetzt ablegen? Ah, hier. Unterm Dings. So, Türen bräuchten wir jetzt noch. Türen. So. In der Wohnung würde ich gerne diese hier noch. Sehr schön, nehmen wir das hier. Gut, das war's dann auch schon an Türen. So. Eine Innenraumleiter. Nehmen wir die hier. Zack. Hochgehen, dann keine Leiter raus, gut. Wie hieß die? Geländer mit Leisten und quadratischen Pfosten. Geländer, ja, muss ja. Sehr schön. Hätten wir das auch. So. Oh ne, oder? Zack. Ah, da ist eine Wand in dem Weg. Nehmen wir das Fenster raus. Sehr schön. Und unten passt echt keins mehr rein. Okay. Trotzdem gut. So. Fensterdinger hier. Wie heißen? Ach, Fensterüberdinger. Nee, die will ich nicht. Ein Brunnen. Möchte ich eigentlich auch nicht. Kann man inzwischen eigentlich Pool im Keller bauen? Wäre mal was Cooles. Traum von Wasser. Normales Wasser. Was inzwischen für einen neuen Schnickschnack gibt, das ist ja interessant. So, Steinboden würde ich gerne hier vor der Tür verlegen. Und was machen wir da hin? Also erstmal würde ich hier jetzt gerne noch diese Leisten holzig machen.
So. Zack, das auch noch. Dann kommt das mal nach hier. Dann kommt noch irgendwo eine Mülltonne hin. Aber wohin? Mülltonne, hier. Tonniges Gestell. So. Das würde ich aber eigentlich ganz gerne hier outdoor. Outdoor Pflanzen. Da kann man da alle Pflanzen nehmen, okay. Nee, geht halt nicht. Ah, muss ich hier nehmen. Gut. Oh, ich habe eine Message bekommen. Bodiges Gezeug. So. So. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? So ein Kleinzeug noch. Zack. 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 Also, so muss reichen. Gehen wir mal kurz ins Spiel rein. So. Es geht los. Oh, das ist interessant. So lange nicht gespielt und jetzt geht's auf einmal wieder los. Irgendwie krass. Alte Leben hinter uns gelassen. Neue vor uns gesehen. Also wäre ich sie, würde ich ja schlafen gehen. Und er ist wahrscheinlich auch müde wie Sau. Ja, dazu muss er erstmal Geld verdienen. Du schläfst bitte hier. Nickerchen noch. Deine Kind, was macht das? Wo sich hinschreit. Sehr schön.